Liebe Dresdner Querdenker, wie ich vorhin im Chat angekündigt habe und inzwischen auch vollzogen habe, habe ich zwei der drei Gruppen, in denen ich kurzzeitig Mitglied war, in Telegram wieder verlassen. Es pupst mich enorm an, dass dort viel gequatscht wird, viel gefährliches Halbwissen verteilt wird, sich gegenseitig hochgeschaukelt wird mit irgendwelchen Meldungen über Polizeigewalt, die ganz sicher schrecklich sind, auf jeden Fall. Da gibt es gar nichts dran zu deuteln. Aber eine konstruktive Arbeit ist in diesen Gruppen definitiv nicht möglich. Und ich habe die Erfahrung, wie gesagt, bei den Piraten schon gemacht. Bei uns waren es Mailinglisten. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Drei auf Dresden-Ebene, 10 auf Sachsen-Ebene, Hunderte auf Bundesebene. Man hat sich nur noch verquatscht. Diese Gruppen haben keinerlei Legitimität, weil die Gruppen einfach nicht fix sind. Es kommen neue Leute dazu, es gehen welche und die meisten, die gehen, die sagen nicht, warum sie gehen. Ich habe das im Chat geschrieben. Für mich ist das eine Kakophonie, ein Zeitfresser und es bringt nichts. Es gibt einige Leute, wenige Leute, die tatsächlich was arbeiten. Dazu gehören unter anderem der Matthias und der Markus, die Petra und einige andere, die ich jetzt gerade nicht parat habe. Und deren Arbeit wird meiner Meinung nach sabotiert. Und zwar gar nicht böswillig oder absichtlich, durch neu Hinzugekommene und durch Leute, die so viel Frust haben, dass sie ihre Gedanken gar nicht richtig sortieren können. Gedanken sortieren, sich vorher informieren, bevor man die Klappe aufreißt, wäre aber enorm wichtig. Deswegen bin ich der Meinung, es braucht definitiv sowas wie eine Hierarchie, ja, dass einer der Chef ist und wenn er das halt nicht gut macht, dann wird er irgendwann durch jemand anderen ersetzt. So funktioniert es in der Politik und so sollte das auch in diversen Gruppen funktionieren. Ist bei uns nicht der Fall. Jeder hat das gleiche Stimmrecht, ob er neu dazugekommen ist, ob er alt dabei ist, ob er keine Ahnung hat, ob er ein bisschen Ahnung hat, ob er viel Ahnung hat. All das kommt überhaupt nicht raus, weil es eine wilde Kakophonie ist, sowohl im Chat als auch bei den Gruppentreffen. Und deswegen habe ich mich zurückgezogen, werde ich mich zurückziehen. Ich werde zur Demo kommen am 31. Vielen, vielen Dank den vielen fleißigen Menschen, die das alles vorbereiten, planen und tatsächlich auch anmelden. Matthias und Markus an vorderster Front. Und ich hoffe auf eine erfolgreiche Demo. Wie ich schon dem einen oder anderen gesagt habe, bin ich der festen Überzeugung, dass wir politisch werden müssen. Das jetzt in Gänze zu erklären, wäre ein bisschen lang. Kurzversion ist, wir müssen uns in die lokale Politik einmischen. Dort, wo wir tatsächlich Ahnung haben können, beziehungsweise uns Wissen aneignen können. Und das betrifft in erster Linie den Stadtrat und seine Gremien. Ich habe über Wochen und Monate per Presseanfrage versucht herauszufinden, wie die Corona-Situation ist. Und ich bin zu der Überzeugung gelangt, aufgrund der Antworten der Stadtverwaltung, die mitunter recht mies waren, von wegen wir erheben die Daten nicht, dass dort was passieren muss. Ich habe, muss ich gestehen, nur ein Mitglied des Gesundheitsausschusses angeschrieben und habe keine Antwort bekommen. Ich bin der Meinung, dass wir als Querdenker die Mitglieder des Gesundheitsausschusses des Stadtrates tatsächlich mit einem Video oder einem Brief anschreiben müssen, dass die tatsächlich aktiv werden und weil sie mehr Macht haben als einzelne Bürger oder auch als die Presse oder ich einzelner Pressefuzzi, dass die die Stadt dazu bewegen müssen, dass sie die Zahlen besser aufbereitet. Dazu gehört unter anderem das Wissen um den sogenannten CT-Wert, um die tatsächlich Erkrankten, um mögliche Vorerkrankungen derjenigen, die verstorben sind. Da muss man natürlich den Datenschutz beachten. Aber in Summe sind inzwischen 15 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Im gleichen Zeitraum sind in Dresden insgesamt knapp 3.500 Menschen verstorben. Das ist ein Witz. Und dafür werden wir alle mit Daumenschrauben an die Kandare genommen. Komischer Ausdruck. Entweder Daumenschrauben oder Kandare, egal. Es wird eine Panik verbreitet unter den Menschen und inzwischen herrscht meiner Meinung nach sowohl im Internet, in Diskussionen, teilweise auch auf der Straße und in Geschäften herrscht einfach nur noch der Mob. Der uninformierte Mob, der in Panik versetzte Mob. Und es ist, politisch zu werden, eine langwierige Aufgabe. Man muss sich in das Thema einarbeiten und auch ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Einer allein weiß in aller Regel so gut wie gar nicht.
Dazu braucht es tatsächlich mehrere, aber ganz sicher nicht eine undefinierte Masse von 20, 30, 40 Leuten, die sich gegenseitig vollquatschen, Halbwahrheiten verteilen und so weiter. Ja. Ja, ich drücke denjenigen, die bei den Querdenkern bleiben, feste die Daumen. Vielleicht müsst ihr die Erfahrung alle selber machen, die ich bei den Piraten und auch in diversen Bürgerinitiativen schon gemacht habe. Ich drücke euch die beide Daumen beim Gewinnen von neuen Erkenntnissen. Ich habe diese Erkenntnisse schon gemacht. Mein Rat wurde mehr oder minder größtenteils ignoriert. Ich habe bis jetzt kein Feedback bekommen auf meinen Vortrag zur Bürgerbeteiligung in Dresden, obwohl meine E-Mail-Adresse dort hinterlegt worden ist von Markus freundlicherweise. Ich sehe einfach, die Leute wollen einfach quer durch die Gegend rennen, Demos machen, Flyer verteilen. Damit kann man eventuell ein bisschen Aufmerksamkeit erreichen. Mit der Demo hoffe ich auf viel Aufmerksamkeit. Ich hoffe auf gute Redner, die tatsächlich in ihrem Metier Ahnung haben, wie der Herr Polizeihauptkommissar, glaube ich, Fritsche und diverse andere. Aber ich kann euch auf dem Weg hier nicht begleiten. Ich würde wahnsinnig werden. Mit dieser Kakophonie, was Missklang heißt. Missklang vieler Stimmen ist griechisch. Genauso wie Demokratie und Politik und viele andere Worte, deren Bedeutung wir leider alle vergessen haben, weil unsere Sprache verhunzt worden ist. Und zwar vornehmlich von den Grünen und den Linken, die also meinen, dass das sogenannte grammatikalische generische Maskulinum, das also eine Vielzahl von Schülern, inzwischen Schüler und Schülerinnen heißen muss, Bürger und Bürgerinnen und so weiter, als wären Frauen nicht mitgemeint. Eine kleine radikale Minderheit hat unsere Sprache versaut und ich habe nichts dagegen, dass sich eine Sprache weiterentwickelt. Ich habe auch grundsätzlich nichts gegen Anglizismen oder gegen Wörter, die zum Beispiel der sorbischen Sprache entlehnt worden sind, zum Beispiel das Wort Quark. Wissen die wenigsten, habe ich null Problem mit. Aber wenn unsere Sprache weiterhin so versaut wird, dass die Leute sich nicht mehr einig sind darüber, was ein Wort bedeutet, sei es der Unterschied zwischen Patriotismus und Nationalismus, das ist für viele Menschen inzwischen das Gleiche. Und so könnte ich euch Dutzende von Wörtern nennen, wo unsere Sprache verhunzt wird. Wie war das in der Bibel mit dem Turmbau zu Babel? Die Menschen wollten einen Turm bauen, um in den Himmel bzw. zu Gott zu gelangen. Und dann hat Gott ihnen verschiedene Sprachen gegeben. Das hat meiner Meinung nach die Bundesregierung bis zur Perfektion geführt, indem sie alle Gruppen spaltet und jeden, der eine andere Meinung hat, aus dem Diskurs ausschließt. Und so wird sich nie eine Einheit formieren, die diese vermaledeite Bundesregierung unter der Führung von Angela Merkel, die ist jetzt seit über 15 Jahren an der Macht, die hat den Plan im Sack. Und ganz ehrlich, meiner Meinung nach regiert sie nur geschickter, aber im Endeffekt genauso wie Hitler. Sie hat alle Konkurrenten aus dem Feld geschlagen, teilweise haben sie sich selber aus dem Spiel genommen. Und wenn der Bundestag, an den ich hiermit auch gleichzeitig appelliere, nicht endlich den Arsch hochbekommt und diese machtgeile, blöde Suppe aus ihrem Amt verdrängt und eine neue Regierung einsetzt, dann wird dieses Land im Totalitarismus enden. Wir sind auf dem besten Wege dahin. Und weil wir uns nicht einig werden, sondern weil jeder meint, er müsse die Fresse aufreißen, obwohl er keine Ahnung hat, wird unsere Demokratie und unser Rechtsstaat Stück für viele unbemerkt vor die Hunde gehen. Ich habe riesengroße Angst davor und ich appelliere an euch, haltet einfach die Backen, wenn ihr von was keine Ahnung habt, sondern hört den Leuten zu, die vom Thema Ahnung haben. Und um die Leute rauszufinden, muss man auch die Klappe halten. Und erstmal zuhören und nicht wild rausblicken, was einem gerade durch den Kopf geht. Die Bestenauslese wurde auch sabotiert durch Linke und Grüne vor allem und auch durch die SPD, durch Frauenquoten und so weiter. Kein Mensch redet über Frauenquoten bei der Polizei, bei den Müllwerkern, bei Sicherheitsdiensten und so weiter, sondern es wird so getan, als müsste man Frauen irgendwie die Führungsposition als Geschenk präsentieren. Nee, Frauen, die tatsächlich was leisten, die schaffen das auch. Allerdings haben wir auch Frauen an der Spitze und jetzt sind wir gleich bei 10 Minuten, wie Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer und Ursula von der Leyen, die meiner Meinung nach vollkommen fehl am Platze sind und die lauter Verwirrung stiften, damit keinem auffällt, was für einen Bullshit sie da machen.
Ich rufe euch, liebe Querdenker Dresden, also auf, in euch zu gehen und euch gut zu überlegen, ob ihr nicht vielleicht doch politisch werden wollt. Und dann muss man sich an gewisse Regeln halten, zum Beispiel an Debattenkultur, Debattenstruktur. Und es funktioniert nicht in Telegram-Gruppen. Und es funktioniert auch nicht, indem man in großen Gruppentreffen zu 20, 30, 40 Leuten wild durcheinander quakt. Ich kann es euch nur sagen. Also ich bin raus. Wir sehen uns auf der Demo am 31. Ich hoffe, dass wir gute Redner haben, dass es friedlich bleibt, dass die Polizei sich ordentlich benimmt. Und dann werden wir eventuell etwas Aufmerksamkeit erregen. Aber bildet euch nicht ein, dass die Politiker irgendwie ihr Handeln ändern, weil wir auf der Straße demonstrieren. Das ist ein frommer Wunsch, aber es wird nicht passieren. Wir müssen an die Parlamentarier ran, die, die die Gesetze machen und die, die die Regierung kontrollieren und gegebenenfalls absetzen können. Da, an die müssen wir ran und nicht an die Regierung. Die gibt ihre Macht nicht freiwillig ab, die lässt sich nicht belehren. Das müssen die Parlamente bzw. die Parlamentarier machen. Dabei will ich es bewenden lassen. Ich wünsche euch nur das Beste. Macht's gut.